Wir sind nicht allein und waren es auch nie. Ich habe ein helles Licht gesehen, das sich bewegt hat. Vorsichtshalber informierten wir Houston nicht, dass uns ein Licht verfolgt. Im Prinzip war das ein UFO. Neil und Buzz waren auf der Mondoberfläche. Neil sagte per Funk zu dem medizinischen Offizier, sie parken neben dem Krater und beobachten uns. Sie sahen alles Mögliche, was nicht auf den Mond gehört. Es ähnelte einer Parabolantenne mit ihrer gewölbten Schüssel und dem langen Bolzen in der Mitte. Es wirkte wie eine Satellitenschüssel auf der Erde. Auf einem Bild vom Mond ist scheinbar eine Brücke, ein Rohr oder ein kriechender Wurm zu sehen. Es wäre auf jeden Fall möglich, dass außerirdische Gebäude auf der Rückseite des Mondes errichtet haben. Die Reaktion zahlreicher Offizieller war Angst und Erstaunen. Für mich ist es logisch, dass Regierung und Militär wie Espenlaub gezittert haben. Sie wussten ja nicht, wer die Gebäude errichtet hat und warum. Ein Objekt erinnert an den Kühlturm eines Atomkraftwerks. Für Lebewesen, die durch den Weltraum reisen und eine Mondbasis errichten können, wäre es ein leichtes, sich um uns zu kümmern. In einem Raumschiff wurde auch etwas entdeckt, das wie eine Frau aussieht. Anfang der 1960er Jahre, noch vor den Mondlandungen, führte die Brookings Institution eine Untersuchung durch. Sie ergab, dass die Öffentlichkeit die Anwesenheit einer intelligenten, außerirdischen Lebensform wohl nicht verkraften würde. Am 20. Juli 1969 landeten Neil Armstrong und Edwin Buzz Aldrin als erste Menschen auf dem Mond. Weltweit verfolgten rund 600 Millionen Fernsehzuschauer diesen Meilenstein der Geschichte. Seitdem tauchen immer wieder Verschwörungstheorien auf. Zum Beispiel die, dass die Astronauten mehr auf dem Mond entdeckt haben, als der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, dass es Außerirdische auf der dunklen Seite des Mondes gegeben habe. Diese Aufnahmen aus den NASA-Archiven wurden von den Apollo-Astronauten gemacht. Einige Experten sind der festen Überzeugung, dass darauf künstliche Strukturen zu sehen sind, die mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären sind. Sie geben an, dass es sich um Gebäude, vielleicht ein Atomkraftwerk handelt. Oder um eine Parabolantenne, die auf die Erde ausgerichtet ist. Es gab sogar Stellungnahmen, die von einer außerirdischen Festungsanlage ausgingen. Die Strukturen auf den Aufnahmen wurden von Wissenschaftlern analysiert, doch ohne konkrete Ergebnisse. Militärsachverständige bestätigten allerdings, dass die Menschheit in ernster Gefahr wäre, falls Lebewesen von anderen Planeten eine Mondbasis errichtet hätten. Enthalten die Fotos unwiderlegbare Beweise für die Anwesenheit Außerirdischer? Wurde ein Apollo 20 Mondflug tatsächlich durchgeführt, wie Verschwörungstheoretiker behaupten? Und stammen diese Aufnahmen einer angeblichen Außerirdischen von genau dieser NASA-Mission? Das sind nur einige Fragen, auf die es verblüffende Antworten gibt. Unbekannte, nicht identifizierte Flugobjekte? Es kommt extrem schnell herunter. Werden täglich weltweit gemeldet, von den USA über Russland bis nach China. Ja.
Dies ist ein Video, das von einem amerikanischen Forscher in der Türkei aufgenommen wurde. Manche glauben, dass es sich um ein UFO handelt und dass Außerirdische zu erkennen sind. Diese Nahaufnahmen zeigen angeblich zwei Schatten, die sich im Cockpit des Raumschiffes bewegen. Zwei Tage später wurde das Objekt in derselben Gegend erneut beobachtet, doch es sah anders aus. Nach weiteren zwei Tagen schien nur noch ein Pilot am Steuer zu sitzen. Welche Erklärung könnte es für diese Scheiben geben, die sich scheinbar über der Mondoberfläche bewegen? Oder für diesen großen Kubus, der ebenfalls auf dem Mond gesichtet wurde? Beide Objekte wurden vom britischen Videofilmer John Leonard Walson mit einem Spezialteleskop aufgenommen. Tausende ähnliche Fotos und Videos kursieren in der UFO-Community und sorgen für heiße Diskussionen. Die enorme Anzahl von Webseiten, Blogs und Posts, die sich mit UFOs und Aliens beschäftigen, zeigt, dass wir an außerirdisches Leben und UFOs glauben wollen. Wäre es tatsächlich möglich, dass Aliens unser Sonnensystem besucht haben? Diese Aufnahmen entstanden während der NASA-Mission Solar Dynamics Observatory am 11. März 2012. In der Korona der Sonne scheint eine erdgroße Kugel aufgetaucht zu sein, die Plasma von der Oberfläche des Sterns absaugt. Stunden später verschwindet das schwarze Objekt plötzlich und kappt die Verbindung zur Sonne. Ich kann nicht erklären, worum es sich hierbei handelt, aber ich kann mir vorstellen, warum Aliens an Plasma interessiert sein könnten. Viele UFOs sind offensichtlich von Plasmaenergie umgeben. Das könnte ihr Treibstoff sein. Also würde es Sinn machen, dass die Aliens Plasma von der Sonne abzapfen, um ihre Schiffe aufzutanken. . 2014 haben sich zahllose Menschen mit diesem Bild vom Mond beschäftigt. Auch einige Nachrichtenagenturen stellten in den Raum, dass es sich um eine Basis von Außerirdischen handeln könnte. Der Autor Lee Spiegel berichtete ebenfalls darüber. Vor kurzem erfuhr ich, dass jemand mit Hilfe von Google Moon etwas auf dem Mond entdeckt hat. Ein Dreieck mit zwei Seiten mit jeweils sieben Lichtern. Diese Lichtquellen sind in exakt demselben Abstand voneinander angeordnet und befinden sich auf einer Art schwarzen Oberfläche. Direkt darunter ist ein sehr helles weißes Licht zu sehen. Die Leute fragten sich, ob das eine Alien-Kolonie auf dem Mond sein könnte. Experten glauben, dass es sich um ein sogenanntes digitales Artefakt handelt, eine fehlerhafte Darstellung. Handelt es sich tatsächlich um eine Anlage? Wir wissen nur, dass es hell ist und zumindest künstlich aussieht, nicht natürlich. So mancher Verschwörungstheoretiker geht davon aus, dass aufgrund solcher Bilder Regierungen Untersuchungen in die Wege leiten. Am 1. Oktober 2010 startete Chang'e 2, eine von drei Raumsonden im Mondprogramm der Volksrepublik China. Wenig später waren Internet-User von diesem Bild fasziniert. Diese spezielle Aufnahme scheint eine technische Anlage auf dem Mond zu zeigen, vielleicht eine Fabrik. Es sieht aus wie die Luftaufnahme einer Station auf dem Nordpol mit rechten Winkeln, also wie eine künstlich errichtete Struktur. Die Frage ist, worum handelt es sich und wofür wird die Anlage benutzt? Was folgte, war eine hitzige Debatte zwischen UFO-Gläubigen und Skeptikern. Leute auf der ganzen Welt haben sich das Bild angesehen. Nicht nur UFO-Forscher, sondern Millionen ganz normale Menschen. Mondforscher stellten allerdings fest, dass die Aufnahme nicht von der chinesischen Raumsonde stammt, sondern aus den Archiven der NASA.
In Wirklichkeit wurde das Foto von einer US-Mondsonde gemacht. Es sieht authentisch aus und ist definitiv beeindruckend. Das Problem ist, dass es nicht mit einer Archivnummer versehen ist und sich deswegen nicht verifizieren lässt. Im Dezember 2013 setzte Chang'e-3 einen Rover auf dem Erdtrabanten ab. Das wiederum entfachte neues Interesse an den amerikanischen Mars-Missionen. Im August 2012 war der weitgehend autonome Rover Curiosity auf dem roten Planeten gelandet. Im April 2014 berichteten US-Reporter dann von einem rätselhaften Licht, das von Curiosity aufgenommen worden war. Wissenschaftler halten es für eine Sonnenreflexion oder kosmische Strahlung. Doch worum es sich genau handelt, kann niemand sagen. Im selben Jahr kam es wegen dieses Bildes ebenfalls zu lebhaften Debatten. Für Ufologen ist hier das Gesicht eines Außerirdischen zu sehen. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass ein Mars-Gesicht die Fantasie der Menschen anregte. Bereits im Jahr 1976 schickte die Raumsonde Viking 1 diese Aufnahmen zur Erde. Auf ihnen ist eine Erhebung in der Sidonia-Region des Mars zu sehen, die an eine Sphinx erinnert. Zahlreiche Menschen glauben, dass Außerirdische diese Formation errichtet haben und vielleicht auch die Bauherren der ägyptischen Pyramiden waren. Geometrische Ähnlichkeiten sind zwar vorhanden, doch die Wissenschaft kann heute erklären, warum die 3 Kilometer lange Erhebung wie ein menschliches Gesicht aussieht. Ich wuchs in den 70ern auf, als die Viking-Bilder Schlagzeilen machten. Jahrzehnte später schickte die Mars-Sonde Global Surveyor schärfere Bilder. Dann war klar, dass die Formation wegen des Wechselspiels von Licht und Schatten wie ein Gesicht aussah. Doch damit hörten die Spekulationen über einen erdnahen Alien-Außenposten nicht auf. Im selben Jahr, als die Viking-Bilder veröffentlicht wurden, erschien ein Buch, das Thema aufgriff. Hauptquelle des Autors waren NASA-Aufnahmen einer Mondregion, die Mare Crisium genannt wird. Die Bilder waren von Apollo-Astronauten gemacht worden. Bereits einige Jahre zuvor berichteten Journalisten von einer Brücke, die in diesem Gebiet aufgetaucht ist. Und die neuen Aufnahmen schienen Strukturen zu zeigen, die noch aufsehenerregender sind. Ein Objekt sieht wie eine Burgmauer aus, mit 3 kleinen Schießscharten und einer Brustwehr oder einem Schutzwall. An der Seite lässt sich eine Art Plattform erkennen. Und in der Mitte etwas, das wie ein Turm wirkt. Der wirft sogar einen Schatten. Das Gebilde, auf dem er steht, ist besonders interessant, da es rund ist. Darunter ist ein Schatten zu sehen. Für einige Leute ist das der Kühlturm eines Atomkraftwerks. Andere Mondforscher sind der Meinung, dass die sogenannte Burgmauer im Mare Crisium eher einer Festung mit einem Geschützturm oder einem Rohr ähnelt, was den dunklen Schatten darunter erklären würde. Für sie ist es eine Abwehrwaffe zum Schutz der nuklearen Anlage. Zum einen ragt dieser Sporn in einem 45-Grad-Winkel heraus. An seinem Ende befindet sich ein Objekt, das einer Kugel ähnelt. Zum anderen gibt es Schätzungen, nach denen das Gebilde einen Durchmesser von 1,5 Kilometern hat. Es ist mit Sicherheit nichts Natürliches. Auf einem weiteren Bild der NASA, das in dem Buch zu finden ist, scheinen nicht zu identifizierende Objekte zu sehen zu sein. Sie haben angeblich auch lange tiefe Spuren auf der Mondoberfläche hinterlassen. Laut dem Autor kann sich zumindest eines dieser Objekte fortbewegen. Eine dieser Spuren, diejenige, die im Vordergrund zu sehen ist, kommt aus einem Krater. Für mich ist dieses Foto ohne jeden Zweifel der entscheidende Beweis für unerklärliche Aktivitäten auf dem Mond. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass die NASA und vielleicht auch die CIA diese angeblichen Beweise unter Verschluss halten. Laut Vito Saccheri wollten US-Behörden die Angelegenheit vertuschen.
Mit einem Exemplar des Buches fuhr er mit einem Freund zum Lyndon B. Johnson Space Center in Houston. Kurz zuvor war das Apollo-Programm beendet worden. Die Männer wollten Zugang zu den Originalbildern haben, die in dem Buch zu sehen sind. Dies wurde ihnen zunächst verweigert. Endlose Besprechungen und jede Menge Formulare, die wir ausfüllen mussten. Man wollte uns entmutigen. Wir sollten aufgeben. Dann teilten wir ihnen telefonisch mit, dass wir 1000 Kopien des Buches drucken und sie von einem Hubschrauber aus abwerfen würden. Danach wurden wir informiert, dass Vorbereitungen getroffen werden, um uns Zugang zu den Fotografien zu gewähren. Zakeri zufolge durften sie die Bilder in einem Hochsicherheitsarchiv begutachten. Für ihn war es eine überwältigende Enthüllung. Wir wurden in einen Raum mit 5, 6 langen Tischen gebracht. Es stellte sich heraus, dass es sich um über 1000 Bilder handelt, alle in hoher Auflösung. Von diesem Moment an herrschte eine fast feierliche Atmosphäre, weil wir wussten, was uns hier vorgelegt wurde und was diese Bilder bedeuten. Wir sahen Gebäude und Pipelines und Brücken. All das war deutlich zu erkennen. Wir betrachteten eine noch existierende oder vielleicht auch eine antike Technologie. Gegenstände, die nicht einfach so entstanden sind. Sie waren hergestellt worden und zwar in großem Maßstab. Sind diese Bilder aus den NASA-Archiven tatsächlich der Beweis für eine Alien-Basis auf der erdzugewandten Seite des Mondes? Und ist auch eine riesige Parabolantenne Teil dieser Anlage? Manche Experten sind sehr besorgt, falls dies der Fall sein sollte. Wenn selbst der Allgemeinheit diese Bilder zugänglich sind, dann waren sie natürlich auch dem Militär und der Regierung bekannt. Die haben wohl wie Espenlaub gezittert. Sie wussten ja nicht, woher die Erbauer kamen und was sie wollen. Viele UFO-Gläubige sind der festen Überzeugung, dass es sich um eine atomare Anlage handelt, die gefährlich für die Menschheit sein könnte. Für sie zeigen die Bilder eine außerirdische Technologie, die so gewaltig ist, dass menschliche Ingenieure nur vor Ehrfurcht erstarren können. Die Leute sehen in einem Krater eine Parabolantenne samt Sockel. Es hat die charakteristischen Merkmale einer Satellitenschüssel mit einer Kraterform und einem langen Bolzen in der Mitte. Darunter sind Bauteile wie Halterungen zu sehen, genau wie bei einer Parabolantenne auf der Erde. UFO-Forscher haben keine Zweifel, dass es sich um ein technisches Wunderwerk handelt, das äußerst komplex ist und einen Durchmesser von mehreren Kilometern hat. Sie glauben, dass auf den Aufnahmen ein Parabolreflektor und ein an einem Mast befestigter Subreflektor zu sehen sind. Darunter befinden sich laut diesen Annahmen Tragbalken, in denen auch ein Mechanismus verborgen sein könnte. Mit dessen Hilfe ließe sich die Schüssel genau ausrichten. Überwachen sie uns und planen sie einen Angriff? Wir wissen es nicht. Falls die riesige Struktur echt wäre, könnte mit ihr selbst das leiseste interplanetarische Geflüster aufgefangen werden. Wir können keine derart großen Bauten errichten, aber eine uralte Zivilisation mit höherer Technologie wäre dazu durchaus in der Lage. Doch nicht jeder ist davon überzeugt, dass es sich um die Hinterlassenschaften von Aliens handelt. Vielen Wissenschaftlern zufolge ist lediglich der Krater Asada zu sehen. Der ist vor Urzeiten durch einen Meteoriteneinschlag entstanden. Millionen Jahre später gab es einen weiteren Einschlag, ganz in der Nähe, durch den loses Material weggeblasen wurde. Übrig blieb der Kessel des ursprünglichen Einschlagkraters, der nun frei auf der Mondoberfläche steht. Trotz dieser wissenschaftlichen Erklärung gibt es Menschen, die weiterhin Zweifel haben, wie Edgar Mitchell, der 6. Mensch, der den Mond betreten hat.
Ich vermute, dass sie uns intensiv beobachten oder beobachtet haben. Es wäre auf jeden Fall möglich, dass Außerirdische Gebäude auf der Rückseite des Mondes errichtet haben. Obwohl er die Strukturen nie selbst gesehen hat, glaubt Mitchell zu wissen, worum es sich handelt. Zunächst brauchen sie einen Lebensraum. Ich nehme an, dass auch Außerirdische schlafen und essen müssen, selbst wenn sie andere Körper haben als wir. Sie benötigen also Anlagen, die solche Bedürfnisse befriedigen. Ich finde es interessant, dass Edgar Mitchell, der selbst auf dem Mond war, an Aliens glaubt. Er hat sein Leben der Wissenschaft gewidmet und war auch dank der Forschung auf dem Mond. Dennoch ist er sich sicher, dass es Außerirdische gibt. Bestärkt wurde Mitchell durch die Veröffentlichung eines Buches, das unidentifizierte Mondobjekte auf NASA-Aufnahmen zum Thema hat. Allerdings hatte der Autor zunächst nicht die Absicht, Beweise für Alien-Gebäude auf dem Mond zu finden. Ursprünglich sollte es einfach ein schöner Bildband werden. Eine selbstgemachte Aufnahme auf der einen Seite und ein NASA-Bild derselben Region auf der anderen. Doch ich entdeckte merkwürdige Dinge auf der Mondoberfläche. Sturm begann mit offiziellen Bildern der Apollo-8-Mission und bemerkte komplexe geometrische Gebilde, die ihm unnatürlich vorkamen. Sie brachten ihn zum Nachdenken und er wollte Antworten finden. Ich stellte Nachforschungen an und erfuhr, dass eine lebhafte Diskussion über diese Strukturen geführt wird, die außerirdischen Ursprungs sein könnten. Selbst Skeptiker könnten einige der Bilder nicht leicht erklären. Ich habe mich dann mit einer Archäologin in Tucson getroffen, die gerade ihre Promotion schrieb. Ich zeigte ihr einige der Bilder und sie war verblüfft. Aber als ich ihr dann sagte, dass diese Aufnahmen vom Mond stammen, meinte sie, dass sie die Strukturen für künstlich gehalten hatte. Haben die Apollo-8-Astronauten tatsächlich einen Alien-Außenposten vom Mondorbit aus aufgenommen? Er läge am Rand der erdabgewandten Seite. Für UFO-Gläubige heißt das, dass sich Außerirdische unbemerkt auf der Rückseite des Mondes aufhalten könnten. Es gibt so viele Beispiele, dass ihre Existenz unbestreitbar ist. Jemand muss diese Dinge unter die Lupe nehmen. Die Apollo-8-Astronauten waren die ersten Menschen, die die Rückseite des Mondes gesehen haben. Und sie brachten einzigartige Bilder mit zurück. Doch einige teilen die Meinung, dass die wahre Aufgabe der Astronauten darin bestand, Außerirdische auszuspionieren. Und zwar an dem Ort, den die US-Regierung angeblich als postnukleare Kriegsbasis auserkoren hatte. Es ist schon ironisch, dass die US Army zu Beginn der 1960er Jahre eine Studie namens Project Horizon in Auftrag gegeben hat. Ziel war es, herauszufinden, ob auf dem Mond eine bemannte Militärbasis errichtet werden könnte. Man hatte die Idee, dass bei einem Angriff der Sowjets ein Gegenschlag mit Raketen durchgeführt werden kann, die auf dem Mond stationiert sind. Das Paradoxe daran ist, dass nicht die Amerikaner, sondern höchstwahrscheinlich jemand anderer genau diesen Plan ausgeführt hat. Die Apollo-8-Mission war der erste bemannte Raumflug zu einem anderen Himmelskörper. Die Reise zum Mond und zurück im Dezember 1968 dauerte 6 Tage. Die Aufnahmen der Astronauten von der Rückseite des Erdtrabanten sind für Verschwörungstheoretiker noch heute ein Beweis für die Anwesenheit intelligenter Lebewesen auf dem Mond. Sie behaupten, dass die US-Regierung schon vor dem Flug von den außerirdischen Bauwerken gewusst habe, dank ihrer russischen Weltraumkonkurrenz. 1965, 4 Jahre vor der ersten Mondlandung, schickte die unbemannte sowjetische Sonde Sond 3 zwei Bilder zur Erde, die ungewöhnliche Objekte zeigen. Auf einem ist eindeutig ein Turm zu erkennen, der von der Mondoberfläche emporragt. Er kann nicht natürlichen Ursprungs sein, da er äußerst stabil aussieht und 35 Kilometer hoch ist.
Das andere zeigt eine geborstene, kuppelartige Struktur. Auch sie ist riesig. Vielleicht 10, 15 Kilometer hoch, mit Löchern in der Oberfläche. Es gibt kein geologisches Vorbild für solche Objekte. Und dennoch sind sie auf den 50 Jahre alten offiziellen sowjetischen Aufnahmen zu sehen. Vergrößerungen der Aufnahmen der angeblichen Kuppel zeigen Beschädigungen, die die Folge zahlreicher Meteoriteneinschläge sein könnten. Dennoch ist eine geometrische Form erhalten geblieben. Sind dies tatsächlich die Überbleibsel einer außerirdischen Zivilisation? Es ist nicht bekannt, ob die Apollo 8-Astronauten von den Bildern der sowjetischen Raumsonde wussten. Doch auch ihre Aufnahmen sorgen noch heute für Aufregung. Ist dies wirklich ein Mondwolkenkratzer mit einem Sendemast? Sind diese Gebilde das Werk intelligenter Lebewesen? Die Geologin Danielle Wyrick hat eine pragmatische Erklärung für die Strukturen. Auf einem Bild vom Mond ist scheinbar eine Brücke, ein Rohr oder ein kriechender Wurm zu sehen. Doch es handelt sich um Auswurfmasse, die nach einem Meteoriteneinschlag entsteht, genau im Mittelpunkt der Explosionszone. Die Wissenschaftlerin kann noch mehr Fakten liefern. Theoretisch ist es möglich, dass sich nach einem Einschlag so etwas wie Brücken bilden. Aber höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Haufen Gestein, der so gelandet ist. Auf der Erde gibt es keine Bauwerke, die derartige Dimensionen erreichen. Menschen könnten keine Hochstraßen dieser Größe errichten. Diese virtuellen 3D-Bilder lassen erahnen, wie gewaltig diese Strukturen auf dem Mond sind. Man kann nachvollziehen, dass nicht nur Ufologen von den Formationen fasziniert sind und warum es Spekulationen über eine außerirdische Herkunft gibt. Diese Annahmen schließen auch ein, dass die Aliens die NASA-Missionen genau beobachtet und die Ankunft der Apollo 11-Astronauten vorausberechnet hatten. Ich habe ein helles Licht gesehen, das sich bewegt hat. Vorsichtshalber informierten wir Houston nicht, dass uns ein Licht verfolgt. Im Prinzip war das ein UFO. Aldrin gibt also an, dass sein Raumfahrzeug in relativ kurzer Entfernung von einem UFO verfolgt wurde. Allerdings bestreitet er, dass er und sein Kollege Neil Armstrong auf dem Mond Aliens begegnet sind. Ein früherer Mitarbeiter der NASA ist anderer Meinung. Es gab viele Gerüchte über das, was sich ereignet hat, als Neil und Buzz auf der Oberfläche waren. Die Kommunikation mit dem Johnson Space Center war kurz unterbrochen. Danach sagte Neil per Funk zu dem medizinischen Offizier, sie sind hier, parken neben dem Krater und beobachten uns. 1994 hielt Neil Armstrong anlässlich des 25. Jahrestages der Apollo-11-Mission eine Rede im Weißen Haus. Sie lieferte den Gerüchten über eine Vertuschung neue Nahrung. Es muss noch viel getan werden. Großartige Ideen sind unerforscht. Ein Durchbruch steht nur denjenigen offen, die die Schutzschicht von der Wahrheit entfernen. Es gibt Orte jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Ich habe mich immer gefragt, warum Neil Armstrong bei diesem Jubiläum von einem Mantel der Verschwiegenheit gesprochen hat. Wir werden wohl nie erfahren, worauf er sich bezogen hat. 1971 landete Edgar Mitchell auf dem Mond. Ufologen glauben, dass damals die Anwesenheit von Aliens bewiesen wurde. Apollo 14 war entscheidend. Viele wissen nicht, dass nur zwei der jeweils drei Astronauten auf der Oberfläche waren. Der dritte blieb in der Kommandokapsel. Er fotografierte die gesamte Rückseite des Mondes. Das Material wurde von einem NASA-Astronomen begutachtet. Angeblich stieß man dabei auf eine merkwürdige Bildsequenz.
Die Kommandokapsel war auf der erdabgewandten Seite und machte Aufnahmen von 5 kleinen Kuppeln, die leuchteten. Aus einer trat eine Art Dampfsäule aus. Ich verbürge mich dafür, dass etwas auf dem Mond war, das keinen natürlichen Ursprung hatte. Als das Material einen Tag später NASA-Ingenieuren gezeigt wurde, war der Abschnitt mit den Kuppeln laut Johnston verschwunden. Ich habe die Filmrolle herausgenommen, aber es gab keine Klebestellen und die Perforation war unbeschädigt. Innerhalb von 24 Stunden haben sie alle verräterischen Spuren beseitigt und ein Duplikat zur Verfügung gestellt. Anschuldigungen, dass die NASA Material mit Beweisen für eine außerirdische Präsenz manipuliert, werden seit Jahrzehnten erhoben. Doch es gibt auch naheliegende Erklärungen. Wenn mir ein Mitarbeiter der NASA erzählen würde, dass er Astronomen Aufnahmen vom Mond gezeigt hat, die bearbeitet worden waren, würde ich mich Folgendes fragen. Gab es einen Grund dafür? War der Film beschädigt? Ich würde nicht zwangsläufig von einer Vertuschung ausgehen. Allerdings hätte es einen Grund für eine solche Vertuschung gegeben. Noch vor den Apollo-Missionen ergab eine Untersuchung der unabhängigen Brookings Institution Folgendes. Die Anwesenheit von Außerirdischen in der Nähe der Erde würde unsere Gesellschaft bis in ihre Grundfesten erschüttern. Durch all die Unterlagen, die ich mir angesehen habe, zieht sich ein roter Faden. Die Öffentlichkeit soll nicht erfahren, was sich auf dem Mond befindet. Die NASA will nicht, dass die Menschen etwas über die Borten wissen. Und die Regierung glaubt, dass wir durchdrehen würden, wenn wir von der vorgeschobenen Operationsbasis erfahren. Wir würden nicht mehr arbeiten. Unsere Gesellschaft würde zum Stillstand kommen. Es wäre wieder wie in der Steinzeit. Buzz Aldrin glaubt nicht, dass die NASA Beweise für die Anwesenheit von Aliens auf dem Mond zurückhält. Niemand sollte annehmen, dass die Techniker oder Wissenschaftler bei der Analyse der Bilder bei Auffälligkeiten nicht Alarm geschlagen hätten. Sie fanden aber nichts. Klar, man könnte vorbringen, dass sie vielleicht Angst hatten oder die Beweise niemandem vorlegen wollten. Aber darum geht es bei der Wissenschaft nicht. Die Experten hätten die Menschen über jeden Hinweis informiert. Dennoch sorgt diese Aufnahme des Mondkraters Kepler innerhalb der UFO-Gemeinde noch heute für Aufsehen. Das Bild wurde von der NASA-Mondsonde Lunar Orbiter 3 im Jahr 1967 aufgenommen. Für einige handelt es sich nicht um einen Krater, sondern um eine gewaltige Mine, in der im Tagebau Bodenschätze gewonnen wurden. Teile des oberen Randes seien vollständig abgetragen worden und ein Stück des Walls liegt dieser Meinung nach im Inneren. Außerdem sei in 2 Kilometern tiefer ein Schutthaufen zu sehen, die Überreste zerstörter Gebäude. Den Ufologen zufolge könnte hinter einer rechteckigen Platte etwas sehr Großes verborgen sein, dort, wo einmal die linke Seite des Kraterrands war. Sie vermuten, dass in dem Bereich direkt davor eine Art Betonrohr herausragt. Und dass die ovalen Öffnungen zur Belüftung des Industriekomplexes benötigt wurden. Außerdem ist die NASA angeblich davon ausgegangen, dass die Fotos für Unruhe in der Öffentlichkeit sorgen könnten. In dieser Version derselben Fotos, die einige Jahre später von der NASA veröffentlicht wurde, sieht der Krater nahezu unbeschädigt aus. Der Rand ist vollständig erhalten, der Wall sieht ebenfalls unberührt aus. Verschwörungstheoretiker sind der Meinung, dass Indizien, die auf Aliens hindeuten, entfernt wurden. Eine ehemalige NASA-Mitarbeiterin gibt an, dass es Teil ihres Jobs war, Bilder zu retuschieren. Donna Herr sagt, dass sie dabei war, als ein Kollege ein Bild bearbeitet hat, das ursprünglich eine fliegende Untertasse gezeigt hatte. Ich fragte ihn, ob das ein UFO ist. Er grinste mich an und meinte, dass er mir das nicht sagen darf. Meine zweite Frage war, was er damit machen soll. Seine Antwort: Wir müssen es wegretuschieren.
Später stellte ich fest, dass einige Kollegen Bescheid wussten, andere nicht. Aber diejenigen, die mir gegenüber von einer Vertuschung sprachen, hätten das öffentlich nie zugegeben. Ich durfte meine Quellen nicht preisgeben. Und das habe ich auch nie getan. Diese Aufnahmen stammen von der Apollo 8-Mission. Für UFO-Gläubige sind sie der Beweis für eine außerirdische Industrie auf dem Mond. 1968 machte Apollo 8 Aufnahmen vom Mond. Auf einer davon ist eine Anomalie zu erkennen, eine Art Schornstein, der aus der Oberfläche hervorragt. Ein paar Aufnahmen später scheint dann irgendetwas auszuströmen, so etwas wie eine kleine Wolke, die nach rechts schwebt. Joshua Warren hat noch weitere Argumente für seine Theorie. Das Besondere an dem Filmmaterial ist, dass sich das Objekt zu bewegen scheint, wenn man sich die Einzelbilder betrachtet. Bei größerer Annäherung der Kamera ist eine Art Perspektivenwechsel bei dem schornsteinartigen Gebilde zu erkennen. Die Russen melden Rauch im Kepler-Krater. Kann nicht bestätigt werden. Apollo 8 befand sich etwa 100 Kilometer über der Oberfläche, als die Aufnahmen in Schwarz-Weiß und in Farbe gemacht wurden. Schätzungen gehen davon aus, dass das Gebilde über 300 Meter hoch ist. Ufologen glauben, dass die gigantische Struktur mit dem angeblichen Bergbaubetrieb im Kepler-Krater in Verbindung stehen könnte. Der ist laut ihrer Ansicht auf Bild 162 zu sehen, das von der Mondsonde Orbiter 3 übermittelt wurde. Doch gibt es überhaupt lohnende Bodenschätze auf dem Mond? Dort wird eine relativ hohe Konzentration von Helium-3 vermutet, das auf der Erde sehr selten ist. In einigen Jahrzehnten könnte dieses Edelgas theoretisch in Fusionsreaktoren als Treibstoff verwendet werden und unsere Energieprobleme lösen. Während der Apollo 17-Mission im Jahr 1972 wurde Helium-3 auf dem Mond nachgewiesen. Es wurde im Lauf von Milliarden Jahren vom Sonnenwind abgelagert, und zwar in der oberen Schicht eines Lockermaterials, das Regolith genannt wird. Helium-3 ist auch für Aliens nützlich und wird von ihnen auf dem Mond abgebaut. Nicht nur für Warren liefern diese Spekulationen auch eine Erklärung für die tiefen Spuren auf der Mondoberfläche, die demnach von Abbaumaschinen stammen. Zudem wird angenommen, dass die Gebilde oder Bauwerke auf dem Erdtrabanten in Zusammenhang miteinander stehen. Die Mondregion, in der solche Strukturen zu erkennen sind, wurde von der NASA vor den Mondlandungen eingehend erforscht. Ein Gebiet auf dem Mond wird Sinus Medii genannt, was Bucht der Mitte bedeutet. Es gibt tausende Bilder davon, weil es ursprünglich als Landeplatz für die erste Mondmission vorgesehen war. Auf einer der Aufnahmen ist ein Turm zu sehen, an dessen Spitze Drähte zu erkennen sind. Die erinnern an eine Büroklammer, die um einen Stift gewickelt ist. Der Turm ist etwa 2-3 Kilometer hoch. Der Fuß der Struktur liegt teilweise im Schatten. Die Spitze dagegen ist nicht nur ungewöhnlich geformt, sie reflektiert das Licht auch in zwei unterschiedliche Richtungen. Es ist erstaunlich und es gibt keine Erklärung. Da das Bild aus den NASA-Archiven stammt, ist es definitiv authentisch. Handelt es sich um eine Art Sendestation, die leistungsfähiger ist als alles, was wir auf der Erde haben? Oder gar um eine Anlage, die vor ungebetenen Besuchern warnt? Beide Möglichkeiten werden in der UFO-Gemeinde diskutiert. Man glaubt auch, dass die NASA sich dieselben Fragen stellt. Denn in der Vergangenheit seien viele Raumsonden, die unter anderem den Mars erforschten, spurlos verschwunden. Auch wegen dieses Fotos von der Apollo 11-Mission herrscht Aufregung. Angeblich zeigt es eine fliegende Untertasse, die auf Buzz Aldrin und Neil Armstrong wartet, die sich gerade im Landeanflug befanden.
Aldrin gibt grundsätzlich keine Kommentare zu NASA-Bildern ab, die unidentifizierte Objekte zeigen. Die Aufnahme wurde auch von einem Bildverarbeitungsexperten untersucht. Dennoch ist so mancher davon überzeugt, dass dies ein Beweis ist, dass die ersten Menschen auf dem Mond von Außerirdischen empfangen wurden. Aldrin schlägt allerdings vor, ein weiteres Objekt auf einem anderen Mond des Sonnensystems näher zu betrachten. Er glaubt nicht, dass dieses rechteckige Objekt von Aliens stammt. Doch er hält den Marsmond Phobos für einen idealen Ausgangsort, um den roten Planeten zu erforschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine natürliche Felsformation ist. Warum, weiß ich nicht. Es geht mich nichts an und ich bin kein Fachmann. Andere Leute kennen sich mit so etwas besser aus und wissen, wie sich das gebildet hat. Ist es ein Teil eines Asteroiden aus dem Asteroidengürtel? Hat es sich nach einem Einschlag gebildet? Oder ist es einfach abgebrochen? Ich habe keine Ahnung. Aldrin erfuhr während der Erkundung möglicher Landeplätze auf Phobos von dem Objekt. Mit seinen knapp 90 Metern erinnert es an den berühmten schwarzen Monolithen aus dem Science-Fiction-Klassiker 2001, Odyssee im Weltraum. Der ehemalige Astronaut findet es unerhört, dass ein Wissenschaftler die These von einem künstlich hergestellten Objekt unterstützt. Dieser äußerst vertrauenswürdige Professor beschäftigt sich mit Kolonisierung und Besiedelungsgeschichte und ist Mitglied von Wissenschaftsverbänden. Was er behauptet, hat mich überrascht. Er ist sich völlig sicher, dass es nichts Natürliches ist. Er liefert keine Begründung, nur, dass es so ist. Allerdings ist Aldrin auch der Meinung, dass die Aussage eines Wissenschaftlers Einfluss darauf haben könnte, ob der Mars und seine Monde weiter erkundet werden. Natürlich wünsche ich mir, dass die Öffentlichkeit unsere Arbeit unterstützt. Wenn ein paar Verrückte glauben, dass der Felsbrocken von Aliens dorthin gebracht wurde, kommt Begeisterung auf. Und das hilft uns. Niemand wird zufrieden sein, bis das eine oder das andere bewiesen wurde. Vielleicht selbst dann nicht. Phobos hat schon in den frühen 1960er Jahren zu kontroversen Debatten geführt. Mehrere Physiker behaupteten damals, dass der Marsmond künstlich sei und von Außerirdischen in eine Umlaufbahn gebracht wurde. Ende der 1980er Jahre kam es erneut zu Gerüchten rund um den größeren der beiden natürlichen Satelliten des roten Planeten. Im Juli 1988 startete die Sowjetunion zwei Marssonden, Phobos 1 und Phobos 2. Knapp zwei Monate später riss der Kontakt zu Phobos 1 ab, die Russen verloren die Sonde. Der Grund war angeblich eine Kombination von technischen Mängeln und menschlichem Versagen. Später wandten sich dann russische Wissenschaftler an die Öffentlichkeit. Sie gaben an, dass ein schemenhaftes, nicht zu identifizierendes Raumfahrzeug zunächst Phobos 1 und danach Phobos 2 zerstört haben könnte. Amerikanische Behörden äußerten sich nicht, Gerüchten zufolge, weil US-Sonden ebenfalls zerstört worden seien. Wir wissen mit Sicherheit, dass mehrere unbemannte Marssonden der NASA verloren gingen. All diese Missionen waren sehr kostspielig. In der Nähe des Mars haben sie den Betrieb plötzlich eingestellt. Mindestens zweimal ging ein Flugkörper, der viele Millionen gekostet hatte, aus unbekannten Gründen verloren. Die NASA hat nie gesagt, was sie darüber weiß. Wegen derartiger Aussagen glauben viele, dass die NASA Informationen über eine Alien-Präsenz rund um den Mars zurückhält. Ein Objekt auf Aufnahmen, die der Mars-Rover Curiosity zur Erde geschickt hatte, wird als UFO interpretiert.
Es sehe dem ähnlich, das die russischen und amerikanischen Marssonden zerstört habe. Auf einem weiteren Foto des Rovers sei ein zylinderförmiges UFO zu sehen. Und das wiederum sehe dem Objekt ähnlich, das von Phobos 2 1989 fotografiert wurde, kurz bevor die Sonde zerstört worden sei. Weiter wird spekuliert, dass der Zylinder abhebt und für etwa 10 Minuten sichtbar ist, bevor er verschwindet. Zunächst ging man von einem defekten Kameraverschluss aus. Dadurch kam es zu einer Art Zeitraffereffekt, was die vermeintliche Bewegung des Objekts erklären würde. Doch die Kamera scheint normal funktioniert zu haben. Insider behaupten, dass die US-Regierung sehr wohl von einer Bedrohung gewusst habe. Wir zogen in Betracht, dass Außerirdische in der Nähe der Erde sein könnten. John Brandenburg war Mitarbeiter der Clementine-Mission, bei der 1994 der Mond kartiert werden sollte. Zusätzlich wollte man verschiedene Instrumente testen. Es ging um Luftbildaufklärung, um herauszufinden, ob jemand Mondbasen gebaut und erweitert hatte. Laut Brandenburg wurden die Aufnahmen vom Mond von Top-Verteidigungsexperten mit der höchsten Sicherheitsstufe analysiert. Die blieben unter sich. Ohne triftigen Grund durften wir uns nicht einmischen. Nur die Hochrangigen vom Forschungslabor des Militärs hatten Zugang. Brandenburg erinnert sich jedoch an eine frühere Untersuchung. Gemeinsam mit hohen Militärs überprüfte er Bildmaterial, das angeblich UFOs zeigt, die von einer laserartigen Waffe beschossen werden. In dem Raum waren etliche Generäle AD und ein paar Admirale. Wir sahen uns eine Art Weltraumgefecht an. Der ranghöchste General fragte mich, wo die wohl herstammen. Ich habe ihm geantwortet, dass sie vielleicht aus einer Entfernung von 40 Lichtjahren kommen. Sein Kommentar war nur, lange Nachschublinien. Wenn ein General sich so äußert, denkt er bereits daran, wie man sich mit denen auseinandersetzt. Wie bringe ich sie dazu, nach Hause zu fliegen? Die Reaktion zahlreicher Offizieller, mit denen ich das Material betrachtet hatte, war Angst und Erstaunen. Von all den verdächtigen Mondbildern ist eines am beeindruckendsten. Es zeigt eine rechtwinklige, kilometergroße Struktur, die eindeutig nicht natürlichen Ursprungs ist. Da ich mit Weltraumverteidigung zu tun habe, bereitet mir das große Sorgen. Wir hätten so etwas nie herstellen können. Also muss es jemand anderen da oben geben. Die Aufnahme wurde während der Apollo 15-Mission gemacht und scheint eine ausgedehnte, komplexe Anlage zu zeigen. Die Struktur wurde für ein Gefängnis gehalten, das sich über die Mondoberfläche ausbreitet. Dies ist eine digitale Simulation, die eine Annäherung aus der Luft nachstellt. Nachdem Brandenburg auf das Apollo 15-Foto gestoßen war, wurden ihm weitere Aufnahmen aus dem offiziellen NASA-Archiv zugespielt. Jedes einzelne wurde von ihm genau analysiert. Sie bestärkten ihn in seiner Überzeugung, dass die US-Regierung von einer möglichen Bedrohung durch Aliens weiß. Seitdem versucht er der Öffentlichkeit, die besten Bilder zugänglich zu machen und die Welt zu warnen. Wenn wir einen Vergleich ziehen wollen, befinden wir uns in einer ähnlichen Situation wie 1962. Damals stellte die Kuba-Krise eine Gefahr für die USA dar. Heute wird der Mond auf geschickte Art in eine Bedrohung für die Menschheit umgewandelt. Doch was sollten Außerirdische von uns wollen? Und wie müssten wir reagieren? Wenn feindliche Aliens vom Mond aus einen Angriff auf die Erde planen, würde ich mir eine Gegenreaktion wünschen. Doch die große Frage ist, ob die Regierungen und die Militärbehörden dazu überhaupt in der Lage wären. Wir haben es mit Wesen zu tun, die uns weit überlegen sind. Hätten wir eine Chance? Oder wäre das Spiel vorbei, bevor es richtig begonnen hat? Musik
Mark D'Antonio beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Analyse und der Bearbeitung von Fotografien und Videomaterial. Anhand der Aufnahmen möchte er ergründen, ob tatsächlich eine außerirdische Invasion bevorstehen könnte. Seiner Meinung nach ist die Möglichkeit durchaus gegeben. Es gibt zwingende Beweise auf den Fotos und den Filmen. Da draußen scheint sich etwas zusammenzubrauen. Die Gebilde auf den Bildern, die ich erhalten habe, kann ich nicht erklären. Sowohl D'Antonio als auch der Militärexperte Brandenburg fragen sich, worum es sich handeln könnte. Eines dieser Gebilde auf dem Mond ist besonders interessant. Es sieht aus wie aufgereihte Wagenräder, die entweder im Boden eingebettet oder miteinander verkantet sind. Es ist eine große, flache Struktur, unter der sich entweder Räder oder eine Art Kuppel befinden. Es wirkt nicht wie eine natürliche geologische Formation. Für D'Antonio sticht eines der NASA-Bilder eines angeblichen UFOs auf dem Mond besonders heraus. Er glaubt, dass es unsere Sicht auf unseren Platz im Universum, auf die historische Apollo-11-Mission und auf die Astronauten, die auf dem Mond waren, verändern könnte. Das Bild zeigt etwas, das wie eine riesige fliegende Untertasse aussieht. Falls es eine ist, muss es sich um ein Mutterschiff auf dem Mond handeln. Der erfahrene Analyst ist sicher, dass es sich weder um einen Lichteffekt noch um eine optische Täuschung handelt. Seiner Meinung nach ist es für UFO-Gläubige der unanfechtbare Beweis, nach dem sie sich schon lange sehnen. Falls die NASA und ehemalige Astronauten Informationen über das Raumschiff zurückhalten, folgen sie, so seine Argumentation, Regieanweisungen der US-Regierung. In den 1960er Jahren sei ein Kontakt mit Außerirdischen als reale Gefahr betrachtet worden. Aus Furcht vor einer Massenpanik hätte man darüber aber nicht öffentlich diskutieren dürfen. Zu Beginn der 1960er, noch vor dem Apollo-Programm, kam folgende Sorge auf. Falls es zu einem Kontakt mit Außerirdischen kommt, sollte er verschwiegen werden. Denn die Leute würden damit vielleicht nicht klarkommen. Ein Bauwerk auf dem Mond, das nicht von Menschen errichtet wurde, bedeutet, dass es noch jemanden gibt oder zumindest gab. Wir wollen uns natürlich schützen und herausfinden, wer das ist und was sie vorhaben. Haben sie diesen Teil des Weltraums besetzt und ihren Einflussbereich seit den Apollo-Zeiten ausgedehnt? Und macht im Pentagon jemand seinen Job und überwacht diese Basis kontinuierlich? Der Mond ist von strategischer Bedeutung. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die Herrscher über den Mond auch die Erde beherrschen. Und das ist entweder die Menschheit oder jemand anders. Mit der Rückkehr von Apollo 17 am 19. Dezember 1972 endete das bemannte Mondprogramm der NASA. Doch es gibt Zweifler. Für sie waren die beiden Astronauten Eugene Cernan und Harrison Schmitt keineswegs die letzten Menschen auf dem Mond. Denn 2007 tauchte ein Video auf, das Verschwörungstheoretikern neue Nahrung gab. Offiziell war Apollo 17 die letzte Mission. Ursprünglich waren drei weitere Mondflüge geplant. Apollo 18, 19 und 20. Doch die wurden wegen technischer Probleme und auch aus Kostengründen gestrichen. 2007 tauchte dann ein Mann im Internet auf, der sich William Rutledge nannte. Er behauptete, dass es im Jahr 1976 eine weitere geheime Mondmission gab, Apollo 20. Er gab an, dass er einer der Astronauten war und auf der erdabgewandten Seite des Mondes eine Alienbasis erforscht hat. Wenig später war dann auch ein Video im Netz, das nicht nur fremdartige Bauten zeigte, sondern auch den mumifizierten Körper einer Außerirdischen. Vielleicht lag das weibliche Wesen aber auch im Tiefschlaf. Vor
Von einem unbekannten Ort aus verkündete Rutledge, dass das Video gemacht wurde, als er und seine Crewmitglieder zu Testpiloten ausgebildet wurden. Das Team habe aus der Pilotin Leonor Snyder und einem russischen Kosmonauten namens Alexei Leonov bestanden. Bald danach sei man unter strenger Geheimhaltung von der Vandenberg Air Force Basis in Kalifornien ins All geflogen. Rutledge behauptet außerdem, dass die Mission wegen eines NASA-Fotos ins Leben gerufen wurde. Auch dieses betrachten Ufologen als Beweis dafür, dass Außerirdische auf dem Mond entdeckt wurden. Ein weiteres meiner Lieblingsbilder vom Mond wurde von den Apollo 15-Astronauten gemacht. Es zeigt ein Flugzeug oder Raumschiffrumpf, der auf der Mondoberfläche liegt. Messungen ergaben, dass er 1,5 Kilometer lang ist. Das Objekt sieht aus wie ein normales Düsenflugzeug, von dem Tragflächen und Heck entfernt wurden. Es ist riesig und zigarrenförmig, liegt einfach da rum und wirkt definitiv künstlich. Auf einem zweiten Rutledge-Video ist die vermeintliche Apollo-20-Kapsel auf dem Flug zum Mond zu sehen. Den Angaben zufolge wird sie entweder von einem anderen Raumfahrzeug verfolgt oder die beiden Schiffe bereiten sich auf ein Weltraum-Rendezvous vor. Rutledge macht hierzu keine genaueren Angaben. Allerdings vertreten manche die Meinung, dass Aufnahmen, die angeblich ebenfalls von dieser Mission stammen, authentisch wirken. In einer weiteren Sequenz ist scheinbar das Innere einer Mondlandefähre zu sehen, inklusive einem NASA-Missionsabzeichen. Es ist alles da, was man erwarten würde. Ein Emblem mit der russischen und der amerikanischen Fahne verstärkt den beabsichtigten Eindruck, dass es sich um eine gemeinsame Mission der USA und der UdSSR handeln soll. Die mutmaßliche Landesequenz macht noch deutlicher, was Rutledge nachweisen wollte. Das Apollo-20-Material von William Rutledge gleicht dem anderer Mondmissionen. Vor der Landung wird etwas sichtbar, das der Struktur auf dem Apollo-15-Foto gleicht. Das Objekt erinnert an einen Flugzeugrumpf, also an das angebliche außerirdische Raumschiff, dem sich die Apollo-20-Besatzung, laut Rutledge, während des Anflugs näherte. In seinem Internetvideo wird auch auf den scheinbaren Zusammenhang der beiden Aufnahmen hingewiesen. Er wollte, dass die Leute glauben, was er behauptet, und entwickelte folgende Idee. Auf einem Apollo-15-Foto war etwas zu sehen, das mit der Apollo-20-Mission geborgen werden sollte. Doch dem Ganzen wurde noch etwas draufgesetzt. Zahlreiche Internet-User haben über den Wahrheitsgehalt dieser Aufnahmen nachgegrübelt. Nachdem die Fähre aufgesetzt hatte, sieht man offenbar die Oberfläche des Mondes. Dort steht ein weiteres Mondlandegefährt, das vielleicht russischer Herkunft ist. Beim anschließenden Kameraschwenk kommt dann etwas völlig Unerwartetes ins Bild. Der Gegenstand in der Fähre sieht wie eine Frau aus. Auf ihrem Gesicht scheint eine Art Wachs aufgebracht zu sein. Vermutlich soll es sich dabei um eine Außerirdische aus dem Raumschiff handeln, das auf dem Apollo-15-Material abgebildet ist. Die Nahaufnahmen sollen zeigen, dass die Haut entweder mumifiziert oder mit einer unbekannten Glasur überzogen wurde. Das Gesicht wirkt würdevoll, weswegen ihr von der angeblichen Apollo-20-Besatzung der Spitzname Mona Lisa verliehen wurde. Ob nun echt oder nicht, die Aufnahmen sorgten unter UFO-Gläubigen für Aufsehen. Das wurde durch eine weitere Filmsequenz noch gesteigert. Ist dies derselbe Alien oder soll nahegelegt werden, dass bei der sogenannten Apollo-20-Mission ein zweiter Außerirdischer entdeckt wurde? Im Endeffekt liefert das Video keine Antworten. Im Gegenteil, Ufologen stellten sich mehrere Fragen. Warum sind Augen und Mund offenbar miteinander verbunden? Halten Schläuche und andere Geräte das Wesen am Leben?
Rutledge zufolge war der Körper nicht intakt, man habe nur Teile davon entdeckt. Das Video zeigt vermeintlich den Kopf einer Frau, deren Augen von einer Art Draht offen gehalten werden. Worum es sich auch immer handeln mag, auf den Bildern sind ebenfalls seltsame Schriftzeichen zu sehen. Darüber und über den Zustand wurde viel diskutiert. Auch wurden mögliche Verbindungen zur irdischen Mythologie und Kultur ins Spiel gebracht. Der weibliche Alien scheint Geräte zu haben, die Mund und Augen miteinander verbinden. Sie reichen bis zu einem Punkt auf der Stirn, wo ein drittes Auge sein könnte. Die Möglichkeit eines dritten Auges der Außerirdischen ist von Bedeutung. Dies hatte vielleicht Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit, zum Beispiel auf den Hinduismus. In dieser Religion steht das dritte oder geistige Auge auf der Stirn für Erleuchtung. Es gibt vielerlei Gründe, warum es äußerst unwahrscheinlich ist, dass es sich um echte Aufnahmen handelt. Einerseits gibt es ansonsten keinerlei Hinweise auf eine Begegnung mit einer außerirdischen Rasse. Andererseits liefert Rutledge auch keine zusätzlichen Informationen. Obwohl es sich nach menschlichem Ermessen also um nachgestelltes Bildmaterial handelt, ist es für Verschwörungstheoretiker dennoch ein Beweis für die Anwesenheit von Aliens auf dem Mond. Es ist nahezu unmöglich, dass solche sensationellen Aufnahmen einfach so durchsickern. Doch es könnte eine Fälschung sein, die Teil einer Desinformationskampagne der NASA oder einer anderen Regierungsorganisation ist. Und zwar, um echtes Beweismaterial in Misskredit zu bringen, das von den Mondbasen und den anderen Gebäuden. Wenn man nach Hinweisen für das UFO-Phänomen sucht, stößt man schnell auf faszinierende Gemeinsamkeiten. Auf dem Mond, dem Mars und auf der Erde in Ägypten finden sich pyramidenartige Bauwerke. Der Autor Mike Barra beschrieb vor kurzem eine gewaltige, angeblich künstliche Pyramide auf dem Mond. Für ihn ähneln sie uralten Tempeltürmen auf der Erde. Auf der Rückseite des Mondes liegt der Krater Daedalus. In der Nähe ist etwas, das wie eine mesopotamische Zikkurat aussieht. Sie hat eine keilförmige Vorderseite, einen rechteckigen Innenraum und einen kuppelartigen Turm. Alles Merkmale, die auch mesopotamische Zikkurats aufweisen. Wissenschaftler erteilten Barra eine Abfuhr, als er seine Vermutungen publik machte. Laut NASA habe ich das Bild angefertigt. Im Gegenzug behauptet Barra, dass die NASA Details des Gebildes auf den offiziellen Mondaufnahmen verändert habe. Technisch wären derartige Modifizierungen natürlich kein Problem. Doch ob die NASA sich diese Mühe machen würde? Nur die Krater sehen noch so aus wie zuvor. Doch auch davon lässt sich Barra nicht abschrecken. Selbst wenn man behauptet, dass die Zikkurat nicht da ist, bleibt es spannend, denn es gibt so viele eindeutig künstliche Dinge. So mancher Ufologe glaubt, dass die Zikkurat die Theorie unterstützt, dass sich Menschen und Außerirdische bereits in der Vorgeschichte begegnet sind. Die Geschichten über Außerirdische, die beim Bau der Pyramiden geholfen haben und uns später die Raumfahrttechnologie überließen, klingen für viele plausibel. Vielleicht, weil wir diese Technologie und die Pyramiden haben. Auch Barra glaubt nicht, dass die Pyramide auf dem Mond von Menschen betreten wurde. Doch er ist überzeugt, dass die Apollo 17 Astronauten auf etwas anderes, Uraltes gestoßen sind. Am zweiten Tag fuhren sie auf einen rechteckigen Berg und sahen auf eine V-förmige Bodensenke hinab, die Nansen genannt wird. Auf vielen Apollo 17-Fotos sind Objekte zu sehen, die man zunächst für Steine hält. Aber bei genauerer Betrachtung sind es mechanische Vorrichtungen. Über die Entdeckungen der Apollo 17-Mission wird es immer Spekulationen geben. Solange Mondrover Aufnahmen machen und sie zur Erde senden,
werden sich Wissenschaftler und Ufologen über das streiten, was zu sehen ist. Vielleicht wird sich in Zukunft die Bild- und Übertragungsqualität verbessern. Dann wird es wohl kaum noch Mutmaßungen über etwaige Vertuschungen der NASA und der Regierungen geben. Bis dahin lassen sich all die Anschuldigungen, die teils dramatischen Verschwörungstheorien und die propagierte Anwesenheit von Außerirdischen auf dem Mond vielleicht besser mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen betrachten.